Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Episode Part von Harvest Moon. Freut mich mal wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Es wird auch wieder mal Zeit hierfür. Ja, ich bin ja auch im Großen und Ganzen inzwischen ein klitzekleiner Fan des Spiels, aber nur weil es einfach ein Spiel ist, in dem man sich nicht viel konzentrieren muss, gut über Themen reden kann und die Community mit bestimmten Fragen reinsetzen kann. Es hat auch super geklappt und das fand ich auch damals bei N64-Zeiten ziemlich cool. Zumindest von dem N64-Spielchen. Und ja, deswegen habe ich mir überlegt, werde ich auch weitermachen. Und ja, dazu war ja auch mal eine Frage gewesen zu den Harvest Moon-Spielchen. Dass ich vielleicht mal so ein paar andere Harvest Moon-Teile auch noch anteste. Klar, dieses hier wird wahrscheinlich erstmal weiter so fortgesetzt. Aber ich denke mal, das lässt sich machen. Auf jeden Fall. Lust hätte ich auf jeden Fall. Und ich würde auch mal sagen, wir gehen hier weiter. Ja, es gibt auch ein paar kleine Themen, die ich ansprechen würde vielleicht. Darunter einmal einige Let's Plays, die ich halt zurzeit mache. Ja, ich habe so ein Durcheinander. Ich weiß es selber. Weil das eine Mal nicht geklappt hat. Mit Rayman werde ich auf jeden Fall auch versuchen weiterzumachen. Wann es sein wird, kann ich jetzt aber nicht sagen. Und das Pferd schläft vor der Tür. Sehr schön. Wie gesagt, es sind halt noch ein paar Tests, die ich noch machen muss. Genauso wie die Lautstärke und das alles. Funktioniert nicht alles so, wie ich eigentlich wollte. Deswegen habe ich die Lautstärke wieder ein bisschen lauter gedreht. Wenn es jetzt ein bisschen mehr am Rauschen ist, kann ich nichts dagegen unternehmen zurzeit. Ich habe mir aber in der Notlage auch noch ein neues Headset gekauft. Vielleicht läuft das ja besser damit. Aber ich glaube, die Lautstärke vom Headset kann man nicht so einfach verändern. Zumindest nicht so, dass ich es noch lauter kriege. Denn ich habe schon die lauteste Stärke eingesetzt. Und jetzt kommt's. Ich habe sogar das Dezibel der Lautstärke extrem erhöht. Also so hoch, wie es geht. Ja. Deswegen hoffe ich, dass das Spiel so ein bisschen mit übertönt. Und ja, die kleinen Tests werden halt immer noch fortgesetzt. Ja. Deswegen wundert euch nicht, wenn es nicht vielleicht euren Idealen entspricht. Ich versuche mein Bestes zu geben. Und solange ich den Spaß an dem Spiel nicht mir nicht vergeht, dann... ach komm. Dann werde ich schon so weitermachen wie bisher. So. Ja, und da habe ich auch festgestellt, es gibt tatsächlich den einen oder anderen, der meine Videos wohl nicht so wirklich würdigt oder mag. Darunter die Leute, die halt immer gerne Unlikes geben, aber nur mal um den Leuten klarzumachen, dass mir das völlig egal ist. Ja, ich freue mich natürlich auf die Likes, auf jeden Fall. Und bei den Unlikes denke ich mir auch nur, gut, okay, es hat ihnen vielleicht nicht gefallen. Aber wenn man natürlich nicht sagt, was einem nicht gefällt, dann kann ich auch keine Verbesserung geben. Das möchte ich nur mal klarstellen. Ein Unlike zu geben, ist im Großen und Ganzen für mich nicht so viel wertvoll. Das Wichtigste ist immer noch, dass ich den Spaß an den Spielen nicht verdirbt wird von solchen Sachen. Also macht euch keine Hoffnung dabei, ich werde so weitermachen wie bisher. Du bist also auch hier, DLP92. Sag mal, ihr wiederholt euch immer wieder. Ja, auch deine Sache. Hä, Moment. Hä? Okay, das ist neu. Mein Vater vertraut meinem Bruder so sehr, er würde mir trotzdem nicht beibringen. Was beibringen? Konkrete Antworten bitte. Ja, auf jeden Fall für die Leute, die denken, man könne mich vielleicht damit abschrecken mit diesen Unlikes. Der kann sich jetzt getrost denken, ja, Mist, hat nichts gebracht. Denn im Großen und Ganzen bin ich bei den Spielen immer so weit, es beruhigt mich immer. Und dieses Spiel wie Harvest Moon
ist so oder so ein Spiel, das mich immer ein bisschen beruhigen kann von dem ganzen Stress, den ich zurzeit habe. Und ja, ich halte euch dabei auf. Ja, lasse euch damit teil. Mann, ist ja wirklich heute ein Tag. Auf jeden Fall, das stört mich nicht und das Thema ist für mich jetzt auch erstmal gegessen. Wollte ich nur mal ganz klar sagen, also, es gibt vielleicht Spiele, die ihr vielleicht nicht mögt oder wo ihr vielleicht was anderes gesehen habt. Es gibt vielleicht auch Leute, die zum Beispiel zufällig auf die Videos gestoßen sind und warum kann ich dieses blöde Grasding nicht nehmen? Ja, natürlich. Auf jeden Fall, es ist eigentlich für mich, wie gesagt, unwichtig. Ich freue mich, wie gesagt, auch für die Likes. Das zeigt mir auf jeden Fall, dass euch das gefällt. Die Unlikes sind ja quasi ein Feedback. Gut, es hat den Leuten dann halt nicht gefallen. Aber das Problem ist, was kann ich dann dagegen tun, um es euch schmackhafter zu machen? Ja, es ist halt immer so. Die Feedbacks sollen einen helfen zu verbessern. Ich weiß nicht, ob es euch vielleicht nicht gefällt, das Spiel vielleicht nicht gefällt. Vielleicht seid ihr neue Abonnenten, ich weiß es ja nicht. Kann ja auch sein. Und ihr habt etwas anderes erwartet. Das kann natürlich ebenfalls sein. Aber für die Leute, die es nicht wissen, ich spiele halt das, was mir auch irgendwie liegt, ja? Also wenn ich jetzt irgendwas habe und was testen möchte, und ich teste es vielleicht auch meistens dann, um es gleichzeitig zu Let's Playen, sprich, ich spiele es, ohne zu wissen, was auf mich zukommt. Und wenn es je nachdem, wie es mir halt gefällt oder was halt mir daran gefallen kann, mache ich weiter. Für zukünftige Leute, die vielleicht mehr auf diese Videos achten wollen, ja? Man sollte halt immer drauf achten. Es gibt auch Leute, die schauen halt irgendwann später mal da vorbei, kannten den Kanal in dem Moment nicht. Und vielleicht ist das das, was sie auch gesucht haben. Nur mal so zu Erkenntnis zu geben, ne? Ist halt so. Es gibt auch immer den einen oder anderen, wo ich sagen kann, ich habe den abonniert. Ja, ich habe das Spiel echt gemocht. Ich schaue mir die Videos weiter an. Aber wirklich Unlikes oder Likes geben ist in meiner Sicht etwas seltener. Likes eher als die Unlikes, auf jeden Fall. Wenn ich zum Beispiel das Video nicht mag, dann gebe ich nicht unbedingt immer ein Unlike dahin. Ja. Gut, wenn es jetzt irgendwelche neuen sind, kann man es verstehen. Und deswegen bin ich deswegen auch noch nicht mal böse auf euch. Auf gar keinen Fall. Der große Punkt einfach an der ganzen Geschichte ist, jeder User soll bestimmen oder sagen, was er gerne denkt davon. Es ist halt YouTube, so ist es halt. Damit muss man leben. Und ich werde auch damit leben. Als Let's Player hat man es eh nicht leicht, weil man es nicht immer jedem recht machen kann. Ach ja, das war die Bibliothek. So, hier nochmal. Gegen Mittag möchte ich zu Ellens Haus gehen. Wer ist Ellen? Wer ist Ellen? Sag mir, wer Ellen ist. Und du, willst du mir eine gute Nachtgeschichte erzählen? Oder willst du mir vielleicht was von deiner Vergangenheit erzählen, als es noch Kriege gab? Obwohl, sie können jederzeit ausbrechen. Ah, du bist also DLP92. Mein Name ist Ellen. Okay. Sehr verbunden. Meine Beine sind sehr schlecht, seit ich vor 6 Jahren krank wurde. Also, ich kann mich nicht viel bewegen. Das macht aber vielleicht auch das Alter.
Denn im Alter kann es passieren, dass man halt auch Krankheiten schneller bekommt. Da sind die Abwehrkräfte auch nicht so. Wenn das nicht DLP-92 ist, wie gefällt's dir auf der das Farmleben? Hast du mir das nicht schon mal erzählt? Die wiederholen sich alle hier. Wird ja langweilig. Hi, DLP-92. Hoffe, du bist okay. Ja, soweit. Wer bist du? Ein Gast? Ich habe mich in letzter Zeit nicht so gut gefühlt. Oh, da bist du ja genau richtig hier. Ist irgendwas? Ja, dein Gesicht ist etwas rot. Bist du krank? Ich frage ja nur. Kann ja sein. Hallo, ich mag Kater. Du nicht? Er redet nett mit mir und gibt mir leckere Sachen. Hallo. Kater kocht wirklich gut. Das hätte er auch selber sagen können, aber es ist okay. Sprecht ihr für die Leute, dann habe ich weniger zu tun. Ich würde schon gerne mal wieder im Gasthof reingehen. Kann ich jetzt was essen? Willkommen! Alle Lebensmittel können mitgenommen werden. Also können. Ich möchte einfach mal ein Glas Wasser. Danke, warte einen Moment. Okay, hier bitte. Danke sehr. Ich habe mir ja gerade das Schweißtuch so über die Stirn geschlagen. Und das ist ja ein Zeichen damit, dass ich halt zu hart gearbeitet habe. Und ich glaube, so ein Wässerchen ist halt auch was Feines. Die haben alle so ein komisches rotes Gesicht. Willkommen. Warum seid ihr alle im Gesicht rot? Was ist mit euch los? So, ich will mir jetzt einfach mal die Lebensmittel so anschauen. Was gibt's denn überhaupt hier? Es gibt Lunch in der Box. Wird nur nachmittags im Hotel verkauft. Also sind wir gerade an dem rechten Zeitpunkt. Ein Salat aus frischem Gemüse selbst selber essen oder verschenken. Apfelkuchen, traditionelles Dessert, selbst essen oder verschenken. Ups, ich wollte gar nicht. Stand da nicht verschenken? Aber gut, okay, alles klar, dann füttern wir den Kuchen einfach hier, ist auch was Feines. Ich hab das nur aus Versehen geklickt, aber ist jetzt egal. So, stimmen wir mal im Weinkeller. Hier kann man bestimmt irgendwas anquatschen, oder? Ein großes Fass. Weinregal. Regal. Fassregal. Okay, hier ist auf jeden Fall alles gesorgt. Was? Holzkisten. Ja, super. Sehe ich selber. Fass. Eigentlich kann man das selber sehen, aber ist okay. Wie läuft es auf der Farm DLP-92? Oh. Könnte besser gehen, wenn ich noch ein bisschen Geld kriege. Und das Farmleben ist auch nicht einfach. Nein, nein. Wie ich ja das letzte Mal gehört habe, aber er hat es auch selber gemerkt, der Regen hat tatsächlich meine Stimme übertönt. Ach, was mache ich denn hier? Ist das nicht auch irgendwie schräg? Warten wir mal kurz. 1, 2, 3. Der Typ steht an derselben Stelle, wo wir gerade reingegangen sind. Super. Ich hole die heutigen Versandwaren ab. Mach mal. Wo kann man eigentlich Gemüse kaufen zum Anbauen? Ich glaube, das müssen wir das nächste Mal einfach mal rausfinden. Ja, was können wir denn über Themen nochmal reden? Das eine Thema habe ich, wie gesagt, angesprochen.
Genau, neue Projekte, die ich halt noch vorhabe. Darunter werden wahrscheinlich auch viele Sega-Spiele rauskommen, aber es könnten auch andere Spiele vorkommen. Ich habe ja schon seit längerem geplant gehabt, nach dem ersten Croc-Let's Play, dass ich auch den zweiten Teiler gerne mal mit euch zusammenspielen würde. Ist so eine Sache. Aber habe ich Lust. Was haltet ihr von der Idee? Soll ich eine Fortsetzung bzw. den zweiten Teil von Croc auch für euch Let's Playen? Hättet ihr Lust drauf, es zu sehen? Schreibt es in die Kommis. Bin sehr gespannt darauf, was ihr so für Wünsche habt für Spiele. Denn einen Wunsch habe ich ja damals erfüllt, beziehungsweise vor kurzem erfüllt, mit Panzer Dragon. Zwar etwas verspätet, aber ich habe es trotzdem irgendwie hingekriegt. Und, ja, es hat mir Spaß gemacht. Wenn ihr vielleicht ein paar Sega-Spiele kennt, die ich vielleicht noch gar nicht kannte, und ihr mochtet diese Spiele vielleicht aus irgendwelchen Gründen, dann schreibt es doch mal in die Kommentare, lasst uns doch mal überlegen. Ihr könnt, wie gesagt, mich fragen, ob ich das vielleicht mal machen könnte. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, ich richte mich ja auch ein bisschen an mich selber, was mir auch gefällt. Ja, sonst wird das Let's Play so schnell vorbei sein, wie es überhaupt angefangen hat. Also gar nicht. So, Livestreams. Viele haben es davon mitgekriegt. Der letzte Livestream auf Dailymotion war sogar ein Erfolg. Überraschend für mich auf jeden Fall. Denn ich habe sowohl in Skype als auch in Facebook tatsächlich Leute gehört, die gesagt haben, es hat Spaß gemacht zuzusehen. Das freut mich auf jeden Fall. Ich möchte dafür ein großes Dankeschön geben. Und ich habe eventuell auch vor, weiterhin auch irgendwie live zu Let's Playen. Ich werde mir einen bestimmten Tag vielleicht in der Woche raussuchen oder aber auch zwischendurch in der Woche. Oder am Wochenende, ich weiß es nicht. Ja, wo es am besten liegt. Wie gesagt, ein großes Dankeschön für euer nettes Feedback bis dahin. Es hat mich auf jeden Fall selber überrascht, dass es tatsächlich klappt. Da ich ja bei der Seite Livestream ein paar Probleme hatte. Ja, da ist immer ausgefallen. Und da bei dem Livestream auf Dailymotion konnte ich tatsächlich, und das hat mich mehr als überrascht, eine komplette Stunde spielen. Geplant war eigentlich eine Dreiviertelstunde, aber dann habe ich irgendwann am Ende noch gesagt, weil ich ja noch nicht richtig Game Over bei dem Spiel gewesen bin und ich habe da Sonic the Hedgehog gespielt im ersten Teil da, im Livestream diesmal, ja. Und habe dann halt gesagt, bis ich halt Game Over gehe. Und das ging tatsächlich eine ganze Stunde. Und das lief anscheinend auch eine ganze Stunde. Ich bin überwältigt. Es hat mir Spaß gemacht. Und ich glaube, da sowas kann ich auf jeden Fall nochmal wiederholen. Wenn es euch auch gefallen hat, beziehungsweise wenn es euch gefällt, wenn ich live streame, dann schreibt es auch mal in die Kommis. Mich würde es auf jeden Fall freuen für ein Feedback, Kommentar und einem Like, wie gesagt, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Und für alle, die jetzt, wie gesagt, beim Anfang aus dem Thema mit dem Unlike, ist mir im Großen und Ganzen völlig egal. Damit schockiert ihr keinen YouTuber, der wirklich Spaß an seiner Sache hat. Und ich habe Spaß an meiner Sache. Und ich werde den Spaß auch nur so lange noch haben, wie ich Lust dazu habe, auch weiter Let's Plays zu machen. Auch wenn mir damals mehr oder weniger der Spaß geraubt worden ist davon. Aber irgendwann ist mir einfach so klar geworden, warum soll ich eigentlich so denken, dass ich durch Unlikes damit jetzt aufhören soll? Ich meine, ich kriege ja noch nicht mal viele Aufrufe. Ja, also was ich da an Aufrufen bekomme, das ist nix. Aber ich merke auf jeden Fall, jedes Mal, wenn ich ein Like sehe, es hat tatsächlich jemand gesehen. Tatsächlich. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr gut finde. Es sind Leute dabei, die schauen mir tatsächlich beim Spielen zu. Das mag ich wirklich. Also ich spiele wirklich, wirklich, wirklich sehr gerne mit euch. Oder besser gesagt für euch.
Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal für die zukünftigen Videos, in denen Kommentare kommen werden und so weiter und so fort. Und ja, wenn euch das Let's Play, wie gesagt, auch gefällt und ihr seid jetzt neu, ja, es kann auch sein, dann schaut mal in meinem Kanal vorbei, vielleicht sind da noch ein paar Sachen, die euch gefallen könnten. Ich bedanke mich und sage Tschüsschen!